Salve, Dudi, hier geht's ums Gold. Das habe ich jetzt auch schon 3 Wochen nicht mehr gemacht. Aber das scheint was vorzubereiten. Und deswegen wollte ich das nicht verpassen, jetzt heute mal hier einen Film zu machen. Es ist Montag, es ist 16:58 Uhr. Vor euch liegt der Wochenchart. Und der macht mich aufmerksam. Wir haben hier ganz klar den Downtrend von dem März hoch. Und da sind wir dran. Wie gesagt, Wochenchart. Das ist der Downtrend, da komme ich gleich im Tagesschart nochmal drauf. Das ist der lange Aufwärtstrend von 2001. Und hier, ich mache es mal ein bisschen größer, ist die 200-Tage-Linie. Machen wir die mal so hin. 200-Tage-Linie ist im Moment bei 1692. Wir haben hier schon sehr schön ersichtlich einen Dreifachboden. Wir sind noch nicht in der Mitte der Bänder. Das vereint sich mit diesem Aufwärtstrend hier bei 1709. Was mir gut gefällt, über die moderne Sichtweise ist es schon positiv. Und jetzt auch noch über die traditionelle, hier über das MACD. Gefällt mir gut, das macht es nicht allzu oft. Weiterhin ist der Oszillator im positiven Bereich. Also auf Wochensicht muss ich sagen, okay, das Ding legt sich einen Ball zurecht. Ich spreche jetzt mal wie Fußball-Weltmeisterschaft, die ja bald, ich glaube, am 20. November ist. Legt sich den Ball zurecht. Gucken wir mal auf den Tag. Fangen wir mal unten an. Hier haben wir diesen Dreifachboden. Der liegt bei 1613. Da darf es bitte nicht mehr drunter. Wir hatten hier einen Hammer. Den kann ich so nennen, weil der Abstand zu den vorangegangenen Kursen doch recht groß ist. Wir sind sehr schnell am Freitag über die 20-Tage-Linie drüber und handeln schon wieder am oberen Band. Die Bänder gelten als eng. Enge Bänder heißt immer, der Markt ist in so einem Chill-Modus, aber irgendwann hat er keine Lust mehr zu, dann braucht er Action. Das werde ich auch am Samstag auf dem Börsentag nochmal erklären. Und übrigens, nächste Woche halte ich zusammen, wann ist denn das? Das ist am Dienstag mit dem Wieland Aalt. Der sitzt dann irgendwo in Manila und ich sitze hier in München. Das ist die MM-Connection für den VTAD, so ein Webinar, so ein, wir nennen das Trader Talks, also das ist ein Webinar der etwas anderen Art. Am Dienstagabend, ich glaube, es ist um 19 Uhr, glaube ich. Für den VTAD. Auf der Seite vtad.de steht es auch, da kann man sich anmelden. So, ich habe jetzt nochmal die Fibos gezogen hier von dem kurzen Bereich. Das war hier von den 1728 runter bis zu 1617. Und da liegen wir in der Nähe des 61er Retracements. Positiv über das MACD, weiter positiv und keinster Weise überkauft über die Stochastik. Genauso in Gold wie auch in den Aktien oder auch im Index bin ich nicht ein Freund von diesen vertikalen Linien. Der echte Widerstandsbereich, der liegt hier oben. Der geht hoch bis 1738. Haben wir ein paar Mal gehandelt, haben wir nie geschafft. Dann wären wir aber auch wieder in dem langen Trend drin, über 200, wo sind die 200-Tage-Linie? Ach nee, die ist hier oben. 200-Wochen-Linie war hier unten. Dann sind wir aus diesem Trend raus, über dem Band, über dem langen Aufwärtstrend. Und das ist das eigentlich Schwierige. Das heißt, nur wenn der jetzt hier vielleicht mal heute oder morgen, sagen wir mal, 1690 handelt, ist das jetzt hier für mich nicht so unbedingt das Knallersignal. Das kommt erst hier oben. Aber grundsätzlich positiv. Hier sieht man wirklich schön diesen Dreifachboden, hat es gut gemacht. Wenn der nicht hält, komme ich erst bei 1550 auf eine Unterstützung. Ich finde grundsätzlich, das sieht ganz gut aus, das ist für mich kein Short. Wenn es weiter runterkommen sollte, für irgendwelche Gründe, dann bin ich eher bereit, hier was aufzusammeln. Und dafür habe ich jetzt diese Scheine. Zum Aufsammeln auf der Long-Seite habe ich diesen Call hier. Das sind 1548er. Ich habe eben erwähnt, dass bei 1550 ist die nächste wirklich sehr gute Unterstützung nach der 1613. Das ist im Moment ein 13er Hebel, das ist die GX4WYZ. Als Put habe ich eingenommen, 1780, da liegen wir hier oben. Den schaue ich mir an, wenn wir an diesem Bereich dran sind. Ich glaube nicht, dass wir den dann so einfach brechen. Das glaube ich jetzt auch nicht. Aber da kommt bei mir auf die Watchlist 1780, im Moment ein 16er Hebel mit der Kennnummer GX5HYW. Da muss man gucken, aber der muss auf jeden Fall gestoppt werden über der 1738, egal wann man den hier irgendwo kauft. Also ich finde, oder ich habe den Eindruck, es bereitet einen Ausbruch nach oben vor.
Aber ich habe noch keine Bestätigung. Das ist mehr so ein Gefühl und auch für eine wöchentlichen Technik her, die ganz gut aussieht. Die monatliche ist tief, allerdings noch ohne Signal. Zum Traden ist das ganz schön. Endanleger sollten langsam sich vorbereiten, dass es meiner Meinung nach so diese Richtung nach Norden einschlägt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.